weiter geht's heute mit Need for Speed. Wir machen heute wieder ein bisschen Racing Story. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen gedriftet. Oder beziehungsweise das wurde gezeigt, wie man driftet. Und jetzt machen wir ein bisschen was anderes. Jetzt fahren wir nämlich wieder mal ein bisschen Story. Und die ist hier vorne. Die heißt Schanzwurf. Einmal das Rundkurs Rennen Flashback. Ich fahre ja immer nur zwei Rennen pro Folge. Hör zu, wenn du dieses Rennen gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Okay. Ja, vielleicht können wir jetzt ja noch ein neues Auto gucken, aber jetzt noch nicht. Ah, Dexter klebt sogar hinter uns. Wie cool. Du legst ja mächtig los. Ich zeig dir gerade, wie es geht. Insgesamt gibt es drei Runden heute. Hier kann sich noch viel ändern. Stimmt wohl. Mich nervt gerade, dass ich mich da reingehängt habe, dass ich rauskomme, dass du jetzt wieder führst. Hey, meine Karosse! Pech für dich. Zu sein, ha? Ja, das ist ein viel geileres Gefühl, als auf der 2 zu liegen, mein Freund. Ah, oh, das passt schon so. Ich warte nur auf eine Chance zum Überholen. So, jetzt ist aufpassen, dass wir nicht wieder zu weit rauskommen. Vor dem Sieg. Oh, das kriegen wir schon hin. Ich verlasse mich auf meinen Endspurt. So, da hängt schon wieder der Rest des Feldes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alle bis auf Deck sind. Also zumindest mal Koto und Nikita. Jetzt momentan auf jetzt 8 und 7. Der Golf, der kommt auch nicht aus dem Knick. Ja, es sind noch mehr Autos. Nikita, 6, 5, Fläche. Reicht aber nicht, um ganz zu beruhigen, sondern nur ranzukommen. Das heißt, ein neues Fahrwerkskit ist auf dem Weg zu dir. Sehr geil. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ich melde mich wieder. Ja. So. So, den Schadenswurf haben wir abgeschlossen.
Und ein Inventarpier, ein Straßenfahrwerk. Oh. So, haben wir noch irgendwo ein Rennen? Also scheinbar ja, aber wir haben noch einige Time-Trials. Was haben wir hier nochmal? Drift. Na ja, komm, weil wir so schön dran sind gerade. Komm, man Drift. So, gut, dann fahren wir das Rennen jetzt hier. Gehen wir nochmal eine Runde auf Drift. Und dann schauen wir mal, ob wir ein neues Auto kriegen. Nee, jetzt in der Folge noch. Erreiche 45.000. Das ist das nächste große Ziel, was wir haben wollen. Gucken wir mal. Die Hälfte haben wir gut. Die Hälfte bei der dritten Rennmission. So, jetzt haben wir noch 7000, die wir holen müssen. Das kriegen wir hin. Noch 3. Geschafft. Haben wir fast 60. Ah komm, die 60, die knacken wir noch. Das sind doch 3200, das ist auch durchaus machbar. Jawohl, wir haben sie. Meine sind es um knappe 60.500, die wir geholt haben. Dafür sacken wir $14.000 ein. So, zwei Rennen haben wir noch, die wir uns heute holen wollen.
Guck mal gerade aber noch mal, ob wir nicht in der heute mal in der Nacht fahren oder morgen. Ja, haben wir noch was Schönes? Und das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Da geht's mal wieder in die Nacht und dann schauen wir mal, ob wir da wieder was rocken können, ein bisschen RP holen können. Und ja, mal schauen. Aber diesmal ein bisschen mehr Glück bei den Cops haben.